Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Sword of Mana mit mir, Levitan 2. Ja, wir sind in der Villa Devius und da wir komplett geheilt wurden und gespeichert haben, gehe ich davon aus, dass da hinter uns Devius erwartet. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt, wir versuchen es einfach mal. Bogard! Livia, sind alle okay? Alle außer Amanda. Warte, Bogard, wir holen dich da raus. Sieht nicht gut aus. Devius' mächtige Magie hält den Käfig verschlossen. Der Zauber wird erst dann aufgehoben, wenn er besiegt ist. Mist. Macht euch keine Sorgen um mich. Das ist meine Strafe dafür, dass ich Medusa zurückgelassen habe. Strafe? Hätte ich damals nicht gezögert, die Mana-Energie zu benutzen, wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Aber ich dachte, es wäre egoistisch, diese Macht nur für eine Person zu benutzen. Das ganze Gefüge der Gesellschaft hätte auseinandergeraten können. Hätte das wirklich... Aber jetzt denke ich anders. Ich habe versucht, das Richtige zu tun, aber ich war im Unrecht. Außer der Perspektive von Devius und dem Schattenherrscher sind wir es, die sich egoistisch verhalten und die Mana-Energie gehortet haben. Bogard. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt in deinem Käfig bleibe, bekomme ich nur noch mehr Text. Deshalb lassen wir es mal sein und gehen weiter. Oh, da ist er. Da ist er. Mein Untergang. Wie nett, dass du gekommen bist, du armseliger Mensch. Devius. Jetzt, wo meine Mutter tot ist, liegt mir nichts mehr an dieser Welt. Aber ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Malovia zurückkehre. Devius, du wirst dafür bezahlen, was du Amanda angetan hast. Das ist doch eklig. Und ich mach nur einen Schaden. Wie geil. Wie geil ist das denn wieder? Ich kann nur noch schlagen, wenn Schlagen nichts hilft. Die Vernunft einzuprügeln, wenn das nichts bringt, dann geht's wieder los mit dem lustigen Gemetzel von vorher. Beziehungsweise vom vorletzten Part. Wow, wow, ouch. Ja, die Kraft ist erschöpft. Kein Problem. Wir versuchen es noch einmal. Das wird mich so den Verstand kosten. Wir rüsten gleich mal den Schlaghandschuh aus. Ich sehe keine Möglichkeit, wie ich das überleben soll. Ja, den Text hatten wir. Bitte schneller, schneller, noch ein bisschen schneller. Dong. Ja, das hatten wir ja schon. Ja, ist okay. Ich frage mich jetzt gerade, ich habe die Verteidigung bei meiner Aufrüstung richtig liegen gelassen. Deshalb nehme ich so viel Schaden. Aber warum mache ich dann bei den verdammten Bossen trotzdem nur immer einen Schaden? Das ist etwas, was mich jetzt richtig ankotzt. Müsste ich dann nicht wenigstens bei den Bossen auch mächtig Schaden machen, wenn ich schon immer meine Angriffe hoch mache? Und das gleiche bei den Gegnern. Ich mache nicht genug Schaden. Wieso mache ich nicht genug Schaden? Da müsste man ja nur seine Verteidigung tunen in dem Spiel, wenn man sowieso nur einen Schaden bei den Bossen macht. Ja, hatten wir schon.
entweder du stirbst durch meine Fäuste oder ich muss eine richtige Trainingssession einlegen. Weil du kannst nicht mit der Methode besiegt werden, wie Medusa besiegt wurde. Da bist du ein bisschen zu... Autsch. Ja, ein Schaden. The Bow of Doom. Und ich kann ihn nur angreifen, wenn er am Boden ist. Heißt das, er hat weniger Leben als Medusa? Ja, ist gut. Leben. Wir drehen uns im Kreis. Das alles ist, was wir tun können. In der Mitte ist viel schöner. Soll ich dort auch bleiben werden? Wow. Zwei von denen könnte ich aushalten, bei drei wird es dann kritisch. Ich glaube, mir wird schlecht hier oben dran. Können wir da nicht woanders hingehen zum Kämpfen, Devius? Ich meine, du siehst doch, es macht ja keinen Sinn, oder? Entschuldigt mich, falls ich jetzt in diesem Part noch anfange zu weinen. Es liegt nicht an der Story, es liegt am Game. Ja, genau. Setzt du nur wieder deine bekloppte Magie ein. Wenn man keine Nahkampfangriffe einsetzt, könnte das hier wirklich die Rettung sein. Ja, versuchen es beim nächsten Mal. Okay. Deine Form in Mystic Quest war nicht einfach, aber war mir immerhin lieber. Wuhu! Auch sein Nahkampfangriff würde mich weniger belasten als das blöde Mikro, die er da abknallt. Naja, wenn es so weitergeht, können wir vielleicht doch noch ohne Trainingssession das schaffen, weil er uns einfach nie trifft und ich ihn auch nicht. Ja. Seid doch froh, viele warten im Let's Play nur darauf, dass solche Bosse kommen. Und ihr müsst nicht mehr darauf warten, das ganze Spiel besteht nur aus solchen Bossen. Wuhu, wuhu. Ja, jetzt wieder schlecht. Setzt jetzt andere Magie ein? Nee. Ich hab gedacht, ich hätte etwas Weißes beim Leuchten, Grünes beim Leuchten sehen. Ich euch hasse, ihr Maloben. Vorbei. Ja, man kann den Kampf auch so in die Länge ziehen. Es glaubt ihr, wie viel Leben hat der? 2000? 3000? 18.000? Ich habe keine Ahnung. Autsch. Ja, wer kann jetzt noch heilen? So schnell sterbe ich schon nicht. Wow! Ja, du bist auch ganz schlau, oder? Mein Bogen wird Gerechtigkeit bringen. Dass man nicht durch reines Schaden machen schon Level Up bekommen könnte, ich meine,
Nur durch Angreifen, durch getroffene Angriffe. Mann, ich wäre so untief. Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen. War zu dumm dafür. Vorbei. Habe ich echt noch Walnüsse hier? Sonst hätte ich vielleicht kaufen sollen, bevor ich hergekommen bin. Hätte mir vielleicht noch geholfen. Naja. Keine Ahnung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch eine Trainingssession nicht viel bringen wird, vor allem was ist, wenn es darum geht. Oh. Autsch. Darum geht, die Gegner hier schneller umzubringen. Vorbei. Ach ja, ich bin ja blöd. Oh, das war aber nichts. Zweimal, ich habe 4 Schaden gemacht. Cool, 4 Schaden. Ich bin fast schon stolz auf mich. Wieso, Devius? Wieso macht es uns nur so schwer? Alle, dass es dir deine Mutter nicht zurückbringen wird. Egal wie sehr, dass du sie weinst, sie ist trotzdem tot. Ist einfach so. So. Nein, wir haben natürlich nichts dergleichen. Bitte ess das. Es würde das Leben retten, wenn du ihn kannst. Oh, 4-mal hätte ich ihn getroffen und immer war ich blind. Das tut weh. Ha! Wenigstens ist mein Bogen wieder gelevelt. Wir essen den Knall. Ja, 30 Sekunden. Ammonitas! Ammonitas! Ammonitas lernt ihr Tacken später als Amoroso. Was einzigartig ist bei Pokémon-Entwicklungen. Wow, wow, wow. Autsch. Voll in die Hände gefahren, oder? Komm. Ja, bring mich gleich. Danke! Ich muss mir überlegen, wie ich den hier mache. Ich würde sagen, das war's für heute. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part und hoffentlich habe ich bis dahin eine Geheimwaffe entwickelt. Bis dann!